Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part. Plants vs. Zombies. Ja. Wir gießen erstmal unseren Garten. Damit unsere Pflänzchen weiter groß und schön werden. Und dann schauen wir mal, welche Minispiele und Rätsel wir noch nicht gemacht haben. Ich hätte mal Lust auf dieses iZombie oder wie das heißt. Gucken wir mal. Ich habe jetzt schon länger nicht mehr aufgenommen. Muss erstmal schauen, was wir noch zu erledigen haben. Aber jetzt werden erstmal die Blümchen gegossen. So. Wir haben schon wieder 5000, fast 6000 Münzchen. Das ist ziemlich gut. So, Musik wollt ihr? Ihr wollt Musik? 6000. Musik können wir uns aber, glaube ich, nicht leisten. Nein, nicht mal ansatzweise. Tja, ihr müsst ja da ohne Musik klarkommen. Wollten die anderen noch irgendwas? Ja. Dünger und nochmal Wasser. Gott sei Dank ist Wasser hier kostenlos. Ich finde es auch interessant, dass das Wasserpflänzchen Wasser möchte, obwohl es in Wasser... Okay. Noch was? Seid ihr zufrieden? Dünger, Dünger. Sie ist groß geworden. Sie auch. Brauchst du noch was? Ich kaufe noch mal einen Dünger. Kann man ja nie genug haben. Sonst können wir uns nichts leisten für 5000, oder? Psst. Außer die Schnecke. Nö. Kaufen wir uns einfach mal die Schnecke. So. Den Rest heben wir auf für Dünger und sowas. Genau, und die Schnecke, die kriecht jetzt hier rum und sammelt Münzen ein. Was ihr jetzt nicht sehen könnt, da jetzt keine Münze kommt. Okay. Oh, Sammeltrophäen im Minispielrätsel Überlebensmodus, um die goldene Sonnenblume zu gewinnen. Okay. Dann gehen wir mal in Rätsel und spielen Nusini. Ist alle Gehirne, um das Level abzuschließen. Okay. Wo sind denn die meisten Sonnenblumen? Hier sind zwei und da sind zwei. Machen wir mal so. Der kommt hier rüber durch die Leiter. Kann dann eine Sonnenblume essen. Dann machen wir hier unten und gucken wir mal, ob er den noch Platz kriegt. Sehr schön, sehr gut. Dann können wir hier mal einen Leiterzombie vorschicken. Ich will allerdings drauf gehen, aber der hier nicht. So. Okay. Das schafft ihr. Hier brauchen wir auch nochmal eine Leiter. So. Der wird aber drauf gehen. Und weg ist er. Dann machst du das fertig. Und hier brauchen wir nochmal eine Leiter. Und dann kannst auch du das fertig machen. So, okay. Sehr schön. So, noch eine Frage der Zeit. So. Und wir sind gleich durch. Go, go, go. Sehr schön. So. Trophäe, ein neues Level freigeschaltet. Dead Zeppelin. Okay. Hier können wir ohne Probleme durch. Hier kann so einer durch. Könnte aber vielleicht sogar normaler durch. Also. Hier kann einer rüberfliegen. Und hier. Hier kann theoretisch mal rüberfliegen, aber ich lasse erstmal hier einen rüberfliegen. Der ist das Gehirn. Hier kann keiner rüberfliegen. Da müssen wir den erstmal wegmachen. So. Und dann kann der rüberfliegen. Dann haben wir das auch. Hier musst du das wegmachen.
jetzt haben wir gleich nicht mehr genug. Dann machen wir mal hier die Sonnenblume. Ob wir das schaffen hier. Komm schon. Ja, super. Perfekt, jetzt haben wir genau, dass die beiden rüberfliegen können. Sehr schön. Ich glaube, wir hätten zu viel Sonnenlicht verbraten, wenn wir jetzt alle hätten auffressen wollen. Wir kriegen ein Geschenk. Eine Pflanze für unseren Garten. Und einen Diamanten. Sehr schön. So. Und wir schalten ich kaputt machen frei. Das alle Gehirne, um das Level abzuschließen. Puh, hier müsste natürlich rankommen. Aber da ist der Knoblauch. Genau wie hier. Ich weiß nicht, ob der Stabhochsprung-Zombie das schafft, da drüber zu springen. Wir testen es. Ja, okay. Dann holt er schon mal ganz viele Sonnenblumen. Ich weiß nicht, ob er das überlebt. Wir testen es. Ja, okay, gut. Dann geht hier mal ein kleiner vor, der wird zermatscht. So, das war klar. Ist aber nicht so schlimm. Dann gucken wir mal, ob du da durchkommst. Und das gleiche bitte einmal hier. So. Und hier müssen wir auch durchkommen, wenn wir nicht gebuttert werden. Probieren wir es mal. Ja, da war die Butter. Lass mal so einen kleinen noch hinterher gehen. Ja, toll, der kriegt ja alles ab. So, komm jetzt, das Feuer weg. So. Und den Mais weg. Nein, schon wieder die Butter. Jetzt kann der Kleine das vielleicht wegmachen. So, okay. Gut. Die müssten da irgendwie vielleicht durchkommen. Ja, okay, gut. Und hier kannst du da drüber springen. Nein. Na gut, aber er kommt trotzdem ans Ziel. So, sehr schön. Dann haben wir es geschafft. Wenn er jetzt durchkommt. Oh, oh. Ja, Gott sei Dank. Ja, sehr schön. Zombogi. Ui, okay. Erstmal dich hier durch. Okay, wir nehmen ganz viel Sonnenlicht. Und dann machen wir einfach mal so einen großen. So. Nehmen wir nochmal Sonnenlicht. Der ist jetzt satt, das heißt, wir können nochmal einen machen. Genau. Spring du da mal drüber. So, ihr kommt durch, wenn ihr schnell seid. Du explodierst. Du kannst dich mal da explodieren lassen. Oder er lässt dich explodieren und du gehst dann ins Ziel. Oder ihr stirbt einfach beide. Dann guckst du dir die Sonnenblume und das Gehirn. Oh, sehr schön, er kommt durch. Oder er holt sich, das geht auch. Okay, gut, wir haben's. Die sind echt stark, muss ich sagen. Gut, dann hatten wir das auch geschafft. Das läuft ja echt gut. Kommt echt gut durch. So. Und 3 Trefferado. Einen kleinen, okay. Ich würde sagen, du räumst mal diese Lane hier. Das müsstest du gut schaffen. Du lässt dich mal zermatschen. Und du lässt dich zermatschen. So, gut. Das überlegen wir theoretisch mit dem Eimer-Zombie, wenn das Nüsschen weg ist. Wir können ja mal ein Nüsschen weg. Nüsschen weg. Gut. Und dann
Du kannst mal von hinten durch. Du theoretisch auch. So, da ist ein Magnet. Das heißt, die müssen wir wegmachen. Jetzt müssen wir erstmal kurz warten, bis wir wieder Sonnenlicht haben. Dann machen wir den Magneten weg, dann kann da auch einer durchkriechen. So. Dann theoretisch eine auch sparen können, indem wir die Nuss da lassen. Da hat es aber ewig gedauert, deswegen habe ich die jetzt mal weggemacht. So, der Magnet ist weg. Dann kannst du aufräumen. So, du holst dir das Gehirn. Und du holst dir das Gehirn. So. Wie machen wir es jetzt hier, ist die Frage. Wir machen erstmal das Nüsschen weg. Gut, und dann machen wir mal so einen kleinen vielleicht. Ich weiß, machen wir mal den, dass er auf jeden Fall die Sonnenblume kriegt. So, okay, jetzt haben wir ein bisschen Sonnenlicht wenigstens noch da. So, der Kleine holt das Gehirn. So, du explodierst beim ersten. Ich glaube, da können wir nicht. Oh, das ist echt schwer. Wir machen einfach den weg. So, dann lassen wir dich da reinlaufen. Und du holst dir dann das Gehirn. Sehr schön. Bumm. Hätten wir es doch auch noch geschafft. Na komm, kleiner Mann. Gut. Dankeschön. Dann kommt jetzt. All your brains belong to us. Ui. Okay, wir haben wenig Sonnenlicht. Das wird schwer. Wie machen wir das jetzt am blödsten? Hier ist ein Magnet, also kommen wir auch nicht so durch. Das ist echt schwierig. Ich weiß gerade nicht, wie weit wir kommen, wenn ich jetzt. Der wird ja auch wieder weggeschnappt. Ich mache jetzt mal so einen hier. Okay, das wird echt haarig. Wir müssen einfach den Dings hier wegbekommen. Aber der kommt doch nie und nimmer an die Sonnenblume, oder? Oh je. Greift der Stern ihn an? Wenn ja, sind wir am Arsch. Komm schon, Zombie. Ja, oh Gott sei Dank. Gut. Dann kriegen wir jetzt zwei Sonnenblumen. Durch ihn. So, was machen wir hier oben? Da oben müssten wir ganz viele kleine reinschicken. Ich mach mal einen. Boom. Da ist nämlich das hier. Das ist ein Problem. Aber das wegzunehmen wäre auch schwachsinnig von Sonnenlicht her. Ich lasse mal ihn durchlaufen. Ich weiß nicht. Das ist echt schwierig. So, Sonnenlicht und eine Mine geht hoch. Okay. Ist echt verdammt schwierig. Ich nehme jetzt mal dich weg. Und dann lasse ich ihn von hinten durch. So, du kommst von hinten. Motorrad laut. Toll. So, schauen wir mal, ob du da durchkommst, kleiner Mann. Ja, kommst du? Okay. Lass ihn mal von hinten durch. Und hier. So, gut. Dann kannst du das mal kaputt machen, wenn dich der nicht erschießt. Ach, so ein Mist.
Dann mach du das mal. Das hat jetzt natürlich Sonnenlicht gekostet. Man müsste halt warten, ne? Und warten ist halt nicht so mein Ding. Gut, du bist von ihm gefressen. Dann kommt der kleine Mann. Und der kleine Mann. Und der kleine Mann. So, okay. Du frisst das auf. Schick mal noch einen kleinen Kameraden hinterher. So, Ham. Und du machst es kaputt. Das ist gut. Und du holst dir die Blume und das Gehirn. Wenn ihr durch seid, holt er sich auch das Gehirn. Gut, haben wir es doch noch geschafft. War aber echt schwierig, muss ich sagen. Na kommt, ihr schafft es. Ja. Gut. Dann werden wir jetzt gleich noch das letzte Level, dieses Endlos-Ding, wieder mal probieren, ob wir auch da 10 Runden lang schaffen. Wir werden es sehen. Das bringt echt gut Geld. Wir sind gleich schon wieder bei 9000. Wo wir vorhin die Schnecke gekauft haben. So, Zombie Endlos. Dann probieren wir es mal. Im nächsten Part. Danke fürs Zusehen. Tschüss.